Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir wollen heute eine Tomatensuppe selber machen. Das ist echt easy, dauert einen kleinen Moment, weil man muss ja so ein bisschen auch runterkochen, ein bisschen anbraten und so. Also ich schätze mal, man braucht insgesamt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit Garprozessen dabei. Wir haben schon mal ein bisschen eingekauft. Wir haben hier Tomaten. Dann habe ich mir Solo-Knoblauch besorgt, eine rote Zwiebel, ein bisschen Ingwer, den werden wir da ein bisschen reinreiben. Dann brauchen wir ein paar feine Würstchen, um uns da ein paar Klöße reinzumachen. Und dann habe ich mir hier Erbsen und Wurzeln besorgt. Die sind dieses Mal aus der Dose, weil wir wollen auch so ein bisschen in einem gewissen Zeitrahmen bleiben. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Gemüsebrühe. Und der Rest findet sich dann gleich beim Kochen. Dann kommt jetzt erstmal wieder unser Trailer. Als erstes werde ich jetzt mir meine Zwiebel klein schneiden. So, einfach schön klein schneiden die Zwiebel. Wir wollen ja nicht so einen dicken Brocken da drin haben. Und dann gleich machen wir gleich noch schnell den Solo-Knoblauch hinterher. Ich weiß nicht, wer von euch schon Solo-Knoblauch alles verwendet hat. Ist halt ein asiatischer Knoblauch, nicht so wie unsere bisherige Knoblauchzehe, die wir sonst immer so kaufen, wo viele kleine einzelne drin sind. Hier ist halt nur eine drin. Schneidet man hier hinten auf und dann kann man den schön pellen. Das mache ich jetzt mal eben. Dann sieht er so aus. Dann wird er einfach in der Mitte aufgeschnitten und dann schneide ich den immer so runter. Und dann hacke ich das hinterher noch einfach so ein bisschen. So, jetzt ist das Fett schon mal heiß. Jetzt können wir kurz die Zwiebeln da schon mal reintun. Die müssen jetzt schön andünsten. Während meine Zwiebeln und der Knobi da andünstet, schneide ich mal eben schnell meine Tomaten hier klein. Brauchen wir gar nicht so mega klein eigentlich zu machen, weil wir werden das nachher sowieso einmal ganz kurz mit dem Zauberstab noch bearbeiten. Ich nehme nur halt hier in der Mitte immer den Strunk raus, weil das mag ich nicht so gerne. Man kann auch kleinere Tomaten nehmen. Wir haben jetzt so eine mittlere Größe genommen. Am liebsten verwende ich eigentlich so Cherry-Tomaten, weil ich mag die halt selber eigentlich ganz gerne. Das ist aber Geschmackssache. Da kann jeder machen, was er gerne möchte. Ich benutze jetzt hier 1 Kilo Tomaten und bekommen da natürlich jetzt ein bisschen mehr Suppe raus. Wenn man jetzt aber nur für 2 Personen kochen will, dann kann man auch das Ganze einfach nur so ein bisschen runter skalieren, anmengen. Dann geht das auch. Das ist eigentlich nicht so das Problem. Die Soße, ich weiß gar nicht, warum ich immer Soße sage heute. Alles kalte Soße hier. Die Suppe kann man natürlich auch gut einfrieren. Das ist auch gar kein Problem. Und dann ist das halt so für die kalte Jahreszeit mal auch ein schnell gemachtes Teil. Wenn man sowas im Tiefkühler hat, kommt nach Hause, schmeißt sich das mal eben schnell in den Topf und wärmt sich das auf. Oder kurz in die Mikrowelle. Mit Sicherheit gut. Dort haben wir richtig so schönes, heißes Essen, ne? Naja, halt, wenn man nach Hause kommt, irgendwie draußen der Schnee liegt Meter hoch, was wir ja hier in Hamburg lange nicht hatten. Aber dann ist das schon angenehm, wenn man dann so eine schöne, heiße Suppe hat. Wir haben so zwischendurch noch mal eben schnell einen Kuchen gebacken. Weil wir sind ja auch so süße Mäuse und mögen ja auch gerne Kuchen. Oh, sieht richtig gut aus. Außer Tatform Rezept gibt es bei uns auf der Seite. Weiter geht es dann jetzt mit unserer Tomatensuppe. Die Zwiebeln und der Knobi ist jetzt so schön angebraten. Jetzt tue ich da einfach meine Tomate mit rein. Die kann ruhig auch so ein bisschen mit angedünstet werden. Ich habe mir
ein bisschen Bio-Ingwer organisiert. Wir haben so eine kleine Reibe, damit reibe ich mir jetzt hier mal eben schnell noch so ein bisschen an Ingwer da hinein. Man muss halt mal so ein bisschen aufpassen mit der Schärfe. Apropos Schärfe, eine kleine Chili brauche ich noch. Die muss ja auch noch rein. Wenn man zu viel Ingwer macht, wird es halt im Endeffekt ja auch scharf. Aber so eine kleine Chili, die kommt mit Sicherheit da ganz gut drin. So. So, eben schnell noch die Chili klein schneiden. Ich hack die jetzt noch hier so ein bisschen. Ich mag das nicht, wenn jetzt so riesen Lappen da drin sind. Ich mag das gerne, wenn das super fein ist. Weil wenn das so groß ist und man hat das hinterher auf der Zunge, das ist schon ziemlich unangenehm. Eine Chili reicht völlig aus. Wir wollen ja jetzt hier keinen Chili con Carne machen, wo oben kleine blaue Flämmchen drauf sein sollen. Es soll nur so ein bisschen den Akzent unterstreichen. So, das sieht doch schon ganz geil aus. Ich drücke das hier jetzt noch so ein bisschen, damit das wirklich zusammen wie so ein Brei wird. So, alles schön zusammen. Dann tue ich da jetzt schon mal ein bisschen Salz hinein. Schön mein Lieblingspfeffer da noch rein. Apropos Pfeffer, ab demnächst haben wir eine Kooperation mit einem Gewürzhändler. Dann kommen hier noch ein paar andere Gewürze dazu. Dazu aber später mehr. So, das sieht doch klasse aus. Jetzt können wir das Ganze ablöschen. Schön mit einem Gemüsefond. Ich habe mir einen fertigen gekauft. Damit lösche ich das jetzt einfach ab. Kann sich natürlich auch ein Gemüsefond selber machen. Machen wir demnächst mal alle Mann zusammen. Ich glaube, das ist ganz cool. So, ich püriere mir das jetzt mal eben schnell hier über. So, damit ist unsere Suppe jetzt fertig püriert. Ich habe mir heute solche Bratwürstchen besorgt. Das sind Rinderbratwürste, halt ganz fein. Und da aus dem Brät daraus mache ich mir halt jetzt so kleine Klößchen. Die tue ich jetzt hier hinein. Immer einfach so aus dem Darm hinausdrücken. So zu einem kleinen Kloß formen und dann einfach hineintun. Ich habe da jetzt schon schön meine Klößchen hineingetan. Jetzt habe ich mir ja Erbsen und Wurzeln gekauft. Mal sehen, wie viel ich davon rein tue. Vielleicht ist das mir auch ein bisschen zu viel. Soll ja auch so im Verhältnis ganz gut sein. Okay, so ein paar tue ich mir noch dazu. So, den Rest lassen wir mal. So, das sieht ja jetzt ganz gut schon aus. Ich lasse das jetzt mal 5 Minuten vor sich hinziehen und dann werde ich das mal kurz probieren. Oder seid ihr ja wieder dabei? Ach, für meine geliebte Ehefrau ein nettes Sträußchen Petersilie. Nein, Quatsch. So ein bisschen Petersilie ist natürlich auch immer ganz geil, wenn man die so da drüber tut. Deshalb, ich schneide mir die mal eben hier so ein bisschen noch runter. Und dann können wir gleich einmal kurz probieren und anrichten und dekorieren. Riecht gut, ne? Riecht wahnsinnig gut. Ich mag ja so Petersilie, wenn man die so klein geschnitten hat oder beim Schneiden, was da so am Geruch entsteht, das ist schon pure Natur und richtig lecker. So, das sieht auch gut aus. Das können wir gleich verwenden. So, dann wollen wir mal schnell ein bisschen probieren. Ein bisschen Salz könnt ihr noch. So, noch ein bisschen Salz. Noch einmal umrühren und ich glaube, dann war es das. Dann ist das ganz geil. So, dann gibt es mal hier richtig was auf dem Teller. Und erstmal schön rumgeplempert, wie immer. Hört man, du bist so eine Sau, ey. Mann, 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 Mann. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Jetzt machen wir da noch ein bisschen Sahne oben drüber. So. Und
dann kommt da noch ein bisschen Petersil drauf. Geil. Ich finde, das sieht geil aus. Ready. Ich hoffe, euch gefällt unsere Suppe. Verhältnismäßig easy gemacht, habt ihr ja selber gesehen. Wir haben hier nicht wirklich rumgezaubert. Alles irgendwie doch verhältnismäßig einfach. Macht sie nach. Genießt sie. Habt Spaß beim Kochen. Schatz, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Nein. Alles klar. Ja, dann solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, das, was immer kommt, dann abonniert uns bitte. Gebt uns einen Daumen. Habt ihr irgendwelche Fragen? Habt ihr irgendwelche Anregungen? Möchtet ihr irgendwas sehen, was wir kochen sollen oder backen? Schreibt es einfach unten in die Kommentarliste rein. Dann werden wir versuchen, das umzusetzen. Freut euch auf viele weitere Videos, die demnächst noch kommen werden. Und hier hinter sind ungefähr 110 andere Videos, die ihr noch gucken könnt, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und sonst sagen tschüss. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.